Jetzt geht's. Ja. Kamera. Okay. Was drin ist, Daten. Okay, wir sind live. Sorry für die Verspätung, wir hatten ein bisschen technische Herausforderungen sozusagen. Und jetzt sind wir da, wie schon eine Weile, etlichen Wochen, jeden Sonntag, wo es um die Akademie intuitiver Wissenschaftler geht. Und weil immer noch oder immer wieder Fragen auftauchen, ist der Impuls heute einfach nochmal verschiedene Fragen. Das einfach nochmal zu erklären, zu erläutern und ja, und mal schauen, was einfach sonst noch geschehen darf, verdammt, mit euch. Seid erstmal herzlich willkommen. Und nochmal wir sind ja sehr oft live, Montag und Donnerstag geht es um die Forschung der intuitiven. Also wo die Akademie Wissenschaftler einlädt, geht es Dienstag und Donnerstag um ein spezielles Thema, um die Forschung zum Manager der Intuition, das heute gestartet ist. Und Sonntag geht es sozusagen um die Akademie an sich. Und womit es jetzt nochmal genau auf sich hat, weil wie gesagt, da das noch nicht ganz verstanden wird, heute dann nochmal. Näheres drauf eingehen. Ja, ich grüße euch auch herzlich und es ist schön, mit dieser Videoform sich zu verbinden, interaktiv zu sein und wir grüßen euch. Also, die Akademie entwickelt sich und wir stellen ab und zu jemand vor. Es ist nicht einfach, Termine zu machen, aber wir zeigen euch erstmal vielleicht, was gerade abgeht. Also jeden Tag treffe ich neue Leute, treffe ich neue sogenannte Wissenschaftler in Europa. Im Moment auf Italienisch, auf Spanisch und der Wunsch ist auch auf Englisch. Jetzt stelle ich euch nochmal die Akademie vor. Also, wir haben eine Seite, wo ihr das einfach schauen könnt. Ich schreibe jetzt den Link. So. Und die Seite, die zeige ich euch. Also, hier ist die Akademie. Das sind die unterschiedlichen Sprachen. Kontakte haben wir bis jetzt. Zum Beispiel hier mit Rosina Sonnenschmidt. Sie wird einiges in der Akademie auch machen. Und wesentlich im Moment, was im Moment sehr spannend ist, ist dieser europäische Projekt, wo unterschiedliche Referenten dann unterrichten werden. Das zeige ich gleich, ne? Dann, sie wird auch mit unterrichten, der Andreas Mascher Verlag, Harald Knaus, das ist der Mann von Rosina Schmidt, Dr. Rosina Schmidt, Ronald Huth, Sabine von Baaren haben wir in Juli einen Termin, wir haben sie schon interviewt, dann die Agathe Fohler, haben wir schon vieles gemeinsam gemacht, ich zeige euch, wo ihr das sehen könnt, Gerardo Lempe. Also mit all diesen Referenten sind wir schon seit Monaten, mit manchen seit Jahren, seit 10 Jahren verbunden und machen wir immer gemeinsame Aktivitäten. Wir wissen, dass Rainer Franke, Kirsten Sonnecken, Chris Bleicher, Hans-Jürgen Zoller, Gudrun Rummel, Kerstin Landwehr, Andrea Hartmann, Heidemarie. Hier sind eben alle, die in der Akademie sind. Und mit jedem
Mit einigen haben wir schon 30, 40 Interviews gemacht, Konferenzen gemeinsam organisiert, hier in Österreich, Wien. Der Aramat, Johannes Schlederer, Ingrid Maria Lehnert, in der Schweiz, in Zürich, in Frankreich, die Anneliese, in Ungarn, in Italien, einige, viele sind noch nicht drin, habe ich noch nicht geschafft, die sind alle in Italien und Spanien auch, ja. So, ein Projekt. Ciao Cinzia, ciao Nada. So, Nada könnte auch in die Akademie Intuitive Wissenschaftler gehen. Das heißt, Nummer eins, was braucht ihr, um in die Akademie zu kommen? Es genügt, wenn wir zusammenarbeiten. Du bist Mitglied der Akademie Intuitive Wissenschaftler, musst du eigentlich nichts Besonderes leisten. Wichtig ist, nicht urteilen, unter anderem ab und zu etwas gemeinsam machen und Projekte eventuell, wenn es Zeit ist, gemeinsam zu organisieren. Einer dieser Projekte ist diese europäische Forschung und Erfahrungsbildung zum Manager der Intuition. Das ist ein Projekt der Akademie. Hier haben wir eben unterschiedliche Termine, hier sind auch alle Informationen, die schreibe ich euch, den Link, ein Sonntag im Monat, wo immer ein anderer Dozent unterrichtet, das sind die vorläufigen Fächer, Körper und Selbststeuerung, Steuerung der Emotionen, Magnetismus, Natur, intuitive Naturwissenschaft, Nullpunktfeld und Meditation, das Wesen oder die organismische Intelligenz, intuitive Ernährung. Dann Kommunikation, intuitive Kunstwertschätzung, das Gesetz der Resonanz, das Wesen des Geistes, Familiengenetik, Wesenshygiene, die Kunst der Neuprogrammierung. So, und dann hier unten sind auch das Datum, die Themen. Damit haben wir heute begonnen. Nächster Sonntag ist auf Spanisch, Potenziale aus der Ahnenreihe. Am 11. Juni wird die Chris Bleicher mit unterrichten, Co-Dozentin sein. Dann 18. Juni werden wir weitermachen, wir erzählen ein bisschen von heute. Dann im Juli mit Sabine van Baaren, Klänge und Sprache als Inspiration jenseits des Verstandes. Dann im August mit Gabriele Bodmer. Eben, das ist eine von vielen Projekten, die wir haben, die auch durch die Akademie organisiert werden. Im September mit der Quantenphysikerin Giuliana Conforto. Dann mit Johannes Schlederer werden wir einen extra Termin machen, das Bewusstsein der Drüsen. Hier mit Cinzia Clemente aus Italien. Die Reise des Helden, Erfahrungskurs über das Bewusstsein des Theaters und so weiter. Das könnt ihr alle nachschauen. Ich mache den Link gleich in den Chat. So. Eben, deswegen Nada aus Slowenien, melde dich, dass wir dann auch vielleicht einen Kurs gemeinsam machen. Deutsch-Slowenisch. Würde mich sehr freuen. Heute der Kurs war auch sehr international. Wir hatten 4 Nationalitäten. Aber eine gemeinsame Sprache. Ja. Okay, das ist einer der Aktivitäten der Akademie Intuitive Wissenschaftler. Die andere Aktivität ist natürlich hier, wir haben schon hunderte von Konferenzen, 220 ungefähr schon organisiert. Jeder dieser Konferenz, die Macht der Identität, sind auch unterschiedliche Referenten. Und hier sind die Webseite der Referenten, die Namen, hier die ganze Video. Und
Und das sind alle Mitglieder der Akademie und mit denen wir wirklich sehr, sehr viel gemacht haben. Ne? So. Vielleicht mal auch ein bisschen Lebendigkeit reinbringt, dass es nicht nur so trocken wird. Ja, viele wollen wissen, was ist die Akademie, dann sage ich ein bisschen. Und ja. Also das Wesentliche, weil viele denken, ja, was ist das? Ist das in der Luft? Vielleicht ist nur eine kleine Erfindung, aber wie gesagt, wir haben hunderte von Aktivitäten schon gemeinsam gemacht und die waren immer sehr lebendig. Also, nochmal. Was geschieht in der Akademie Intuitive Wissenschaftler? Ich bin gewohnt, dass in alle Kongresse, in alle Messen, in alle Konferenzen gibt es immer einen Frontalunterricht. Das heißt, Sabine hält ihr Vortrag oder ich halte meinen Vortrag, dann reden wir ein bisschen, aber mehr nicht. In der Akademie Intuitive Wissenschaftler, jeder, der etwas entwickelt hat, wir reden miteinander, wir interviewen uns, aber dann versuchen wir einen neuen Schritt zu machen. Ich lerne von dir, du lernst von mir, wie, in welche Form, indem wir zum Beispiel, so wie das geschieht in unserer europäischen Forschung, dass wir gemeinsam unterrichten. Und wenn wir gemeinsam unterrichten, so wie es heute auch geschehen ist, dann entdecken wir, alle Referenten oder Dozenten entdecken neue Möglichkeiten und neue Ausweitung. So Ausweitung des eigenen Wissen und Können. Ne? Okay. Zwischendurch nochmal, weil ich das so ein bisschen sehe, von den Grüßen her und so, sehr international. Genau, schön. Ja. Grüße aus Italien, Grüße aus Slowenien. Mhm. Schön. Und andere Länder. Ja, das, guten Abend, Lori, das ist meine Nichte. Also der Geist der Akademie ist einfach eben international und im Moment haben wir 6, 7 Länder, die dabei zuschauen. Mehr wie die anderen, oder die sich gemeldet haben, die andere weiß ich nicht. Es wird Zeit, dass wir langsam die europäische Sprache einführen. Ja. Ja, jetzt könnte ich euch erzählen, welche weitere Aufgaben die Akademie hat. Ja? Wenn das dein Impuls ist. Oder was für einen Impuls hast du? Was möchtest du wissen? Was möchtest du fragen? Du kannst die Fragen auch später schreiben. Du bist Mitglied der Akademie Intuitive Wissenschaftler, ja? Mitglied? Ja. Was bedeutet dann Mitglied? Mitglied ist so, ja, da hat man so gewisse Vorstellungen. Da ist man gleich so, okay, was sind denn da die Pflichten und Rechte und vielleicht ist da nochmal näher drauf einzugehen. Mitglied ist so ein Wort. Eben, dadurch, dass wir intuitive Wissenschaftler, reden wir nie von Pflichten und Rechten. Ne? Das ergibt sich alles. Bei intuitive Wissenschaftler ergibt sich alles. Vielleicht gibt es ein anderes Wort als Mitglied, ein Teil, Ja, das sind die Grenze der Worte. Hm. Ja. Okay. Gut, dann was macht die Akademie intuitive Wissenschaftler? Stellt die Mitglieder vor. Vielleicht könnte ich dich vorstellen heute, organisiert Konferenzen, Ausbildungen, Forschung,
was neu ist, die Akademie Intuitive Wissenschaftler nimmt Aufträge an. Ne? Was ich zum Beispiel gestern erforscht habe, ich war in einer Stadt in Thüringen und das war der Vorsitzende eines Vereins, ein Heimatverein, und die wollen zum Beispiel die eigene Stadt stärken oder die eigene Stadt für den Tourismus öffnen oder die Wissenschaft, die Wirtschaft oder den Tourismus einfach erweitern. Ne? Ja. Und da eine Stadt kann der Akademie Intuitive Wissenschaftler den Auftrag geben, das Territorium zu forschen, zu schauen, wie die Geschichte, wo die Geschichte enden geblieben ist, welche Aktivitäten den Vorzug haben, zum Beispiel, eben was ich gestern erfahren habe, eine Stadt macht um das eigene Territorium einige Veranstaltungen, sodass die Grenze der Stadt markiert werden und da findet ein Lauf statt. Ne? Und diesen Lauf bedeutet, dass die Identität, die Stärke, die Eigenschaft, die diesen Dorf oder diese Stadt ausmachen, werden gekennzeichnet und dadurch erkannt, geliebt, gestärkt und die Identität des Dorfes bekommt einen neuen Schwung und die Leute sind mehr miteinander und erfahren einfach auch neue Möglichkeiten. Ne? Also die Akademie Intuitive Wissenschaftler nimmt Aufträge von Städten. Die Akademie Intuitive Wissenschaftler nimmt Aufträge von Firmen an. Wenn eine Firma sagt, okay, ich habe dies oder jene Berater, aber ich brauche etwas Ganzheitliches, ich möchte, dass meine Firma gesehen wird in Bezug auf das Ahnenfeld, auf die Gründer der Firma, in Bezug auf die Talente, die individuellen Talente der Führungskräfte, in Bezug auf das Territorium, wo die Firma angesiedelt ist. Ne? Ich möchte noch für meine Firma die Farben, wenn es eine Modefirma oder eine Logo, den Wappen, die Symbole, so, dann kann die Akademie für eine Firma ein Gesamtbild erstellen, wo einer schaut auf die Gründerenergie, der andere auf die Verkaufsmöglichkeiten, der andere auf die Darstellung nach außen, der andere auf den Vertrieb. In der Akademie sind auch Leute, die gutes, intuitives Netzwerk entwickeln können, auf den Vertrieb, auf das Image. Und das heißt, die Akademie kann an eine Firma ein ganzheitliches Beratung und Bildung anbieten, weil es ist eine Sache, wenn das eine Person macht und anderes, wenn das eine Gruppe macht. Ne? Das kriegt man ganz andere Informationen. Wir grüßen noch die italienischen Zuschauer. Vincenzo. Die Verbindung mit deinen Drüsen wirst du immer sehen können. Lori hat Lichtimpulse auch geschrieben und Immenses realisieren können. Und das wird auch konkret werden und auch gleich geschehen. Grazie, Vincenzo. Wow, wunderbar. Er versteht kein Deutsch, aber er schreibt einfach das Wesentliche. Danke dir. Grazie. Okay. So, welche andere Bereiche, was kann die Akademie noch organisieren?
Ja, die Akademie kann zum Beispiel noch organisieren Künstlertreff. So Veranstaltungen, wo Künstler zusammenkommen, wo die Opera Divina geschieht, die Verschmelzung von unterschiedlichen Künstlern. Und auch die Magie von einer Veranstaltung entwickeln. Ich hatte oft den Auftrag, mit meinen Farbzeichen, das habe ich allein gemacht, Kongresse zu coachen. Ich habe zum Beispiel die NLP International mit Bernd Isert gecoacht, kinesiologische Veranstaltungen und andere Sachen, wo es darum ging, für eine Veranstaltung die Wesenheit oder die Seele oder zu erkennen, zu stärken, zu reinigen, zu schützen und alles, was es zu tun gibt. Ne? So, für die, die Kongresse oder große Veranstaltungen organisieren, haben wir die Möglichkeit, nicht als einzelner Jeet, sondern mit der Akademie 3, 4, 5 Wissenschaftler zu coachen und deine Veranstaltung aus unterschiedlicher Sicht zu sehen. Vincenzo schreibt, schön, danke. Ihr macht eine wunderbare Arbeit, indem ihr aufweckt Herzen und Verstand. Schön. Okay, was bietet noch die Akademie? Was kann noch die Akademie anbieten? Also wir haben das jetzt zum Beispiel haben wir zusammen, das wird auch ein Teil unserer europäischen Forschung sein. Da könnt ihr euch dabei sein, euch auch anmelden. Nahrungsmittel forschen. Wir können eine Forschungsstelle einrichten, wo wir Nahrungsmittel oder Nahrungsergänzung analysieren, forschen, empfehlen oder nicht empfehlen, wo wir eine Liste machen oder. Die Gabriele Bodma hat es einfach auch gezeigt in einem unserer letzten Interviews, wie man das macht, wie die Pflanzen mit uns sprechen können. Wir können für Ernährungsberater Kurse anbieten, wo sie unterrichten können, wie man mit Nahrungsmitteln programmiert, spricht, verändert, das Wasser oder die Nahrung dann bearbeitet. Ne? Ja. Oder die Akademie, was auch immer sie organisiert, ist ein, denke ich, ist in erster Linie ein Vorbild, wie es sein kann, wie es funktionieren kann, auch wenn das keine feste Struktur hat und alles geplant ist, sondern es entsteht mit jedem, der dazukommt, mit einem Impuls von dir. Um zu zeigen, wie es auch gehen kann gemeinsam. Wie es nicht nur geht, so du machst deins und du deins und dann trennen sich die Wege wieder, sondern wie, und das sind wie gemeinsam so kleine Pflanzen. So. Das ist wie so, ich sehe es gerade wie in der Natur, wenn ihr einfach so gemeinsame unterschiedlichste Pflanzen oder Bäume, Sträuche nebeneinander gepflanzt werden und die so ein schönes, großes Ganzes ergeben. Und das sind jetzt wunderbare Projekte, die du angesprochen hast und die dürfen auch entstehen und das ist absolut auch Realität. Und gleichzeitig sehe ich auch, dass das auch manchmal mini-kleine, also es sieht aus wie mini-kleine Schritte. Und die Erfahrung zeigt aber, also überhaupt, dass es geschieht, es sind manchmal mini kleine Sachen, ein Zusammenkommen oder ein Gespräch oder mal eine gemeinsame Sendung, was auch immer, das sind mini kleine Schritte, wo man denkt, na, was ist das schon? Aber da geschehen schon Wunder. So.
Also das wollte ich nochmal sagen, dass das, ja, und da laden wir alle ein, das auch wahrzunehmen und zu fühlen, und da kriegen wir auch die Resonanz, dass das gespürt wird, und vielleicht können wir da auch nochmal drauf eingehen, dass es da auch keinen Abstand gibt, da ist die Akademie und da seid ihr. Nein, das ist keine Trennung da. Vielleicht können wir auch nochmal drauf eingehen, was hast du davon, dass es die Akademie gibt? Oder wer darf sich denn angesprochen fühlen, Teil der Akademie zu sein? Ja. So. Ja, Vincenzo zum Beispiel. Ne? Vincenzo könnte in die Akademie Intuitive Wissenschaftler reinkommen, ne? Weil er ist ja. Gut, okay. Das heißt, für mich, wenn du in die Akademie kommst, dann machst du auf deine Webseite, ich bin Mitglied der Akademie Intuitive Wissenschaftler. Das sieht eben dann so aus. Warte mal. So, hier. Co-Scienziata, Co-Kreatrice, Mitglied, Miterschaffer, Miterschöpfer der Akademie Intuitive Wissenschaftler. Ne? Hier. Und das kannst du auf deiner Webseite machen. Und dann kannst du sagen, das, was ich tue, ist mein Werk, aber ich lerne und ich bin verbunden mit vielen anderen europäischen Wissenschaftler, die unterschiedliches Ergänzendes entwickeln, und wir lernen ständig voneinander durch kleine Schritte, wie wir machen, durch die Interview, und das heißt, bekommst du einfach eine ganz andere Wirkung nach außen, sowohl vom Gefühl her der Verbundenheit, wie auch von dem Wirken nach außen, aha, die Künstlerin so und so ist Mitglied in Akademie Intuitive Wissenschaftler, das heißt, die macht diese Gesänge, aber die arbeitet auch zusammen mit den Quantenphysikerinnen, mit dem Institut da in Straßburg, und mit, also die arbeitet und wirkt zusammen mit unterschiedlichen ergänzenden Wissenschaftlern. Und das ist oft, was in den Universitäten fehlt, ist dieses fachübergreifendes Wissen und Können vor allem. Ne? Und das ist eine der, ja, der Impulse. Und was Sabine sagt, es ist wirklich so, ich kann oft nur sagen, was sich diese Woche entwickelt hat, weil die Entwicklung ist so schnell und ist nicht immer so ganz sichtbar, aber eben jedem, mit dem wir sprechen, öffnet sich ein neues Fenster. Manche machen vielleicht einen Schritt zurück, schließt sich wieder ein Fenster, manche bekommen Angst vor ihrer Größe, und da kann ich nichts machen, ne? Oder wenn sich wirklich etwas öffnen können. Ne? Hallo Silvia. Wir grüßen dich. Guten Abend. Dankeschön für die Zwischendurch, für die Herzchen und Daumen hoch. Vielen Dank. So, Vincenzo schreibt, dass es mit dem Video manchmal Unterbrechungen gibt. Natürlich, ja. Viele schauen das in der Wiederholung, weil ja, wir sind mit bester Technik, mit schnelle Computer und schnelle Verbindung, aber Facebook schafft es nicht ganz, diese Streaming frei zu senden. Sollte es normalerweise in drei Formate senden, wie bei Livestream, für kleine. Aber das muss ja jeder individuell einstellen, oder? Ich weiß nicht, wie das bei Facebook funktioniert, ja. Okay. So. Okay, dann. Ja, vielleicht, wer darf sich denn angesprochen fühlen, Teil der Akademie? Was heißt darf, oder? Ja, was natürlich, wenn du denkst, ja, du bist noch nicht ganz in der Akademie, dann könntest du helfen. Ne? Jeder, für mich, je nachdem, wie sicher du deiner selbst bist,
kannst du Mitglied der Akademie oder du kannst sagen, ich unterstütze das, ich übernehme Aufgaben, ich tippe Sachen, ich verbessere Texte, ich entwerfe Bilder oder jeder hat was Besonderes. Also jeder, der Lust hat, kann natürlich da mithelfen. Wir haben jetzt, es gibt jetzt auch eine Facebook-Gruppe in der Akademie Intuitive Wissenschaftler. So sieht die Facebook-Gruppe an. Aus. Und im Moment sind 143 Mitglieder. Und eben manche schauen, andere sind aktiv. Und da eben, wir sind im Dienst und wir machen das, was möglich ist. Ne? Aber je mehr Leute aktiv werden, desto mehr wird sich das Ganze entwickeln. Ja, ich hoffe, es ist fließend für euch oder gibt es für alle ab und zu Unterbrechungen in den Live-Sendungen? Weil sonst können wir auch andere Techniken benutzen. So. Und wie im Kleinen. Hola, chico y chica. Wie im Kleinen, buonasera. So auch im Großen, auch innerhalb der Dobardan. Akademie darf Verbindungen entstehen. Ja, innerhalb der Akademie können sich neue Paare bilden. Aber das ist nicht so, manchmal klingt, ich weiß, da sind wir einfach ein bisschen unterschiedlich. Diet ist es zum Beispiel wichtig, bestimmte Begriffe oder bestimmte so einen Rahmen, ne? Und weil Diet einfach, man voraussagt, er ist einfach viele Jahre oder 100 Jahre manchmal voraus. Und manchmal sind es Worte oder Begriffe, aber für viele hat es keinen Bezug. Also, ne? So, okay, Akademie, Was ist das schon? So, also, ja, wir sind Menschen, die einfach sich zeigen und aufzeigen, was möglich ist und einfach sich freuen, wenn Menschen wie du oder du mal Herzchen schicken, nein, einfach schauen, was Gemeinsames entstehen zu lassen oder sich treffen oder sich zeigen, dass die Welt einfach schön ist. Ja, eben Spaß ist natürlich an erster Stelle. Ne? Ja. Also wir haben, wenn wir uns interviewen, viele sind ein bisschen verunsichert, aber Spaß und Lachen ist an erster Stelle. Ne? Ja, darf nicht immer alles so, nur furchtbar ernst. Ja, und dann eben noch ein Aspekt. Wir, die kreative Leute, die Schöpferkräfte, haben oft wenig zur Verfügung. Ne? Und die Akademie schafft Reichtum für alle, weil das Ganze multipliziert sich. Ne? In dem Moment, wo das Können und Wissen ergänzt, entwickelt wird oder dienen kann, ist das natürlich viel stärker. Aber wir sind gewohnt immer, ich gehe entweder zu Sabine oder zu Jeet oder zu dem oder zu den anderen und macht einfach auch den Schritt, kommt einfach in die Akademie oder meldet euch an diese europäische Forschung, ne? Und da gibt es immer 1, 2, 3 Dozenten, die gemeinsam unterrichten. Und dann kann man ein bisschen lernen, wie und wo man einfach auch zusammenarbeiten kann. Ne? Jo. Und zusammen Freude haben kann. Ja, genau. Wenn ihr Fragen habt, se avete domande, si tiene pregunta. Por favor.
So, ich gebe ein paar Herzchen für Sabine. Ihr könnt auch ein paar Herzen für Sabine geben. Ja, habt ihr noch Fragen? Sonst. Dankeschön. Gerne schön. Sonst. Sonst wäre das für heute. Was? Manchmal die Gesichtsausdrücke, wenn man sich dann selber sieht. Ah ja, schreibt ja natürlich. Manche schreiben in andere Chat, immer nur in diesen zentralen Chat, ne? Weil sonst, weil wenn man in einen anderen Chat liest, eine Person möchte beitreten. Ah ja, ihr könnt natürlich hier immer Leute dazu machen. Hier, wenn ihr in die Facebook-Gruppe reinkommen wollt, das ist der Link. Also ja, die Facebook, wow, jetzt aber fliegt alles. Juhu. Yeah, yeah, yeah. Die sind alle für dich. Gibt es auch welche für mich? Die sind auch für dich. Für dich sind die blauen, für mich die roten. Ich denke, die rosa sind für dich. Na, die roten, ja. Ja, ich arbeite für diese Forschung seit 20 Jahren, gucke ich einfach immer, dass Referenten zusammenkommen. Und ist meine Herzensarbeit. Ne? Schön. Cheat hat viele Ideen und Impulse und es braucht halt irgendwie noch Menschen, da fühle ich mich überfordert alleine diese ganzen, die vielen Impulse, Ideen und so, die vielen Luftballons, die schweben und wunderschön, die bunt sind und vielfältig mit einzusammeln, aufzufangen und die an einem Platz zu postieren und die Fundament zu geben sozusagen, da freue ich mich, wenn ich da Unterstützung bekomme. Ja, okay. Okay, dann vielleicht Information. Am Montag gibt es ein tolles Thema, wie gesagt, jeden Montag und jeden Donnerstag 20 Uhr, vielleicht sollten wir das auf 21 Uhr verschieben, weil jetzt, wenn es warm wird, länger hell ist, können wir das auch ein bisschen später machen. Ne? Oder mal gucken. Haben wir die Themen, diese europäische Forschung, besprechen wir immer ein Thema, wo du auch natürlich dazu beitragen kannst oder dich interviewen kannst. Ne? Oder wer könnte dich interviewen? So. Jo. Dann bedanke ich mich. Also Herzen sind gekommen, Daumen sind gekommen. Was wollen wir mehr? Das ist Beiwerk. Das ist so einfach. Guck mal, wie du guckst. Schön. Manchmal streng, manchmal traurig, manchmal lustig, manchmal präsent, manchmal abwesend, alles, alles da.
Ja. Ja, dann... Dankeschön. Oh, Hans Frischknecht. Hans, komm doch in die Akademie. Du kannst gerne in die Akademie reinkommen. Also, komme in die Akademie. Kostet nichts, in die Akademie zu sein. Im Gegenteil, man kann auch was verdienen, wenn man Kurse mit anbietet. Eben, die... Diese Sendungen sind kostenlos, aber die Kurse, die Ausbildungen, wo einfach auch viele Stunden gemeinsam sind, die kosten etwas, die kosten wenig im Moment. Auch wenn zwei, drei Referenten sind und eben ein Tag mit Forschung kostet im Moment nur 40 Euro, ab August wird 80 Euro kosten, wenn sich die Struktur entwickelt hat, das heißt, es wird viel mehr Spaß machen, gemeinsam zu unterrichten und einen Kurs anstatt allein zu machen, mit den anderen, mit jemand anderen. Also ich schaue immer, dass das Ganze ergänzt ist. Ich bin immer dabei, einigermaßen, und suche schon einen Staff von zwei, drei Personen, die immer dabei sind oder die mitorganisieren oder die mitgestalten oder. Da ist jeder dazu eingeladen. So. Boah, sehe ich gut aus. Oder? Na, die Haare muss man noch ein bisschen dran feilen. Aber was? So. Was meint ihr? Ich bitte um Daumen, wenn ich gut aussehe. Natürlich siehst du gut aus. Bitte ich um Daumen. Wenn ich nicht gut aussehe, dann um Herzen. Ey, nicht schummeln, ja? Das gilt nicht. Okay. Gut, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Bis demnächst. Ja, die sehen wir nicht, wenn die kommen, ne? Mhm. Ah, von wem war das? Von dir. Von mir? Ja, das hat man gesehen. So spät? Mhm. Das ist zeitverzögert. Also zeitverzögert, ah ja, okay. Ah, dann muss ich warten, bis die anderen Daumen kommen. Also für die, die live sind, die können das sehen. Aha. Doch nicht schön, da ist ein Herz. Ah, da. Aha, doch. Ja, also ich bin doch schön. Wow. Juhu. Ja, Schönheit der Männer ist wichtig, schöne Männer. Oh, jetzt zwei bin ich nicht schön. Zwei bin ich schön. Drei bin ich schön. Eins bin ich nicht schön. Eins ist gelb, was ist das denn? Also, einer lacht. Lori Herzchen. Die Lachen, die habe ich nicht verstanden. Das war sicher mal am. Oi. Einer weint? Mhm. Ja, wieso? Uiuiui, das ist ja ein richtiger Zug. Aber die sagen, die ich schön bin, einer ist verärgert. Das sind die meisten. Ein, zwei wundern sich, oder was ist das? Wow oder erschreckt? Sind die erstaunt oder so? Erstaunt. Wow. Wow. Aha. Wow. Aber die haben dich gemeint vielleicht. Wow, Jeet, gib's auf, Sabine sieht schön aus. Schön. Uiuiuiui. Wow, das ist ja ein richtiger Fluss.
Oi, 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 oi. Ganz viele Herzchen jetzt zu euch. Schön. Ja, genau, ihr bekommt auch Herzchen. Die sind für euch. Okay, dann danke und bis morgen, ne? Bis morgen. Dankeschön. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Danke. So, gibt es Fragen? Nein, ich glaube nicht. Oder hier, wenn es stehen bleibt, dann kann man die Frage nicht lesen. Ne? Naja, dann habe ich Pech gehabt. Ah, doch. Okay. Ciao. So, eins und zwei.